Wenn der Mensch in Gefahr ist, hat er Angst. Angst vor Spinnen oder Schlangen, Angst vor Dunkelheit, Angst vor Fremden. Angststörungen sind entgegen vielen Erwartungen weit verbreitet. Entspannungsverfahren wie Yoga oder Psychotherapie können die meisten Ängste erfolgreich lindern. Den größten Erfolg aber erzielen Medikamente. Tatsächlich? Valium und Co., die bekannt sind für ihre Nebenwirkungen? Die Grundlagen der medikamentösen Psychopharmakotherapie wurden vor 50 Jahren gelegt. Am US-Sitz von Roche in Nutley schrieb Leo Sternbach Medizingeschichte. Der Chemiker entdeckte eine hochwirksame Substanzklasse mit beruhigender und angstlösender Wirkung. Die Benzodiazepine, zu denen auch Valium gehört. Ja, das ist also die Formel von Valium, unseres Produktes. In den 1960er Jahren wurde die Wirksamkeit an einem verängstigten Luchs zum ersten Mal getestet. Ein Erfolg für die Forschung, denn nach der Einnahme des Medikaments beruhigte sich die Raubkatze. Sie schlief sogar ein. Erst 40 Jahre später kamen Forscher dem Angstmedikament und seinen Nebenwirkungen auf die Schliche. An einer Medienkonferenz des US-Wissenschaftsmagazins Science in Zürich wurde der entscheidende Durchbruch vorgestellt. Die Medikamente, die es zurzeit gibt, die haben sehr viele Nebenwirkungen. Die neue Forschung, die von der Gruppe von Herrn Möhler hervorgebracht wurde, wird es ermöglichen, dass wir in Zukunft ganz spezifische Medikamente entwickeln, mit denen es so gut wie keine Nebenwirkungen mehr geben kann. Die große Erkenntnis war, dass man die Verschaltungen im Gehirn identifiziert hat, die ausschließlich für angstlösende Wirkungen zuständig sind. Und das war getrennt von Sedation. Und 40 Jahre lang hat man versucht, diese Trennung herzustellen für die Medikamente. Das heißt, angstlösende Medikamente ohne Hangover am nächsten Tag oder ohne Sedation. Und das schien nicht möglich zu sein. Und wir haben entdeckt, dass es da eine ganz einfache Lösung gibt. Es sind unterschiedliche Verschaltungen im Gehirn und die wurden identifiziert durch unterschiedliche Bremssysteme. Angst gibt es auch bei Mäusen. Das haben sich die Pharmakologen zunutze gemacht. Im Labor wurde das Erbgut der Mäuse verändert. Ziel, die Stelle im Gehirn zu finden, wo Medikamente wie Valium die Angst unterdrücken. Der Versuch belegt, wird die Stelle im Gehirn blockiert, dann verliert Valium die Wirkung. Und die ängstliche Maus flüchtet ins rettende Loch. Noch heute ist Diazepam, also Valium, auf der WHO-Liste der Essential Drugs. Also Valium ist sozusagen in seinem Wirkungsprofil aus der heutigen Medizin auch nach wie vor nicht wegzudenken. Am Valium der Zukunft forschen die Zürcher Pharmakologen auch heute noch. Die Nebenwirkungen sollen gänzlich verschwinden. Im Fokus stehen auch neue Anwendungen, zum Beispiel die Behandlung von chronischem Schmerz. Dafür ist Grundlagenforschung notwendig. Zellen aus dem Rückenmark einer Maus sollen entscheidende Hinweise liefern. Sorgfältig wird das Rückenmark in hauchdünne Scheibchen zerkleinert. Eine aufwendige und zeitintensive Prozedur, bei der nichts schiefgehen darf. Die Nervenzelle aus dem Rückenmark wird anschließend im benachbarten Labor untersucht. Unter dem Spezialmikroskop wird die Nervenzelle stimuliert. Ein elektrischer Impuls zeigt die Reaktion an. Die neue Forschung belegt, dass moderne Verwandte des Valiums auch bei starkem Schmerz helfen. Der Pharmakologe Hans-Ulrich Zeilhofer ist zuversichtlich, dass die Erkenntnisse aus der Schmerzforschung zu neuen Medikamenten führen werden. Wir wissen inzwischen, welche Rezeptoren gerade im Rückenmark für die Hemmung verantwortlich sind. Und wir haben auch erste Substanzen in der Hand, die speziell diese Angriffspunkte aktivieren können. Im Tierversuch funktioniert das schon wunderbar. In Basel, am Hauptsitz von Roche, werden die Ergebnisse aus Zürich aufgenommen. Am Computermodell werden mögliche Medikamentstrukturen berechnet. Eine Chance bekommen nur diejenigen chemischen Formeln, die exakt in die räumliche Struktur des Benzodiazepin-Rezeptors passen. Dann folgt der aufwendige Teil. Im Labor müssen die chemischen Formeln hergestellt werden. Die Synthesearbeit dauert oft Jahre. Und das ist nur der erste Schritt auf dem Weg zum neuen Medikament. Zahlreiche klinische Studien folgen. Pharmakologe Hans Möhler ist überzeugt, dass es den modernen Nachfolger von Valium geben wird.
Also was auf den Markt kommen wird, sind angstlösende Medikamente ohne Sedation. Und was hinzukommt, mit sehr viel geringerem Abhängigkeitspotenzial als die klassischen Benzodiazepine. Das war einer der großen Nachteile der klassischen Benzodiazepine. Auch 50 Jahre nach der Entdeckung der Benzodiazepine werden die Medikamente bei Angststörungen eingesetzt. Und wahrscheinlich werden demnächst Medikamente auf den Markt kommen, die weniger Nebenwirkungen haben.